Salü, ich erzähle euch heute, was Stop-Motion ist und wie so ein Projekt kann du hier einfach realisieren. Was ist Stop-Motion? Stop-Motion ist eine Filmtechnik, mit der in einem statischen Objekt, das ist ein Objekt, den sich normalerweise nicht bewegt, wie die kleinen Figuren hier im Hintergrund, ihr Leben anhören kann. Du kannst mit Telefon, deiner Kamera, Handy, Tablet, ein richtig cooles Filmchen drehen, wie du am Hintergrund gesehen. Das Filmtechnik geht viel im digitalen Zeitalter und berühmte Filme angesagt wie Star Wars, King Kong oder Terminator. Und getaut noch viel benutzt. Was brauche ich alles, um Material für so ein Stop-Motion-Filmchen zu drehen? Als allererst brauche ich mal einen gut belichteten Platz, zum Beispiel die Küchentisch. Dann, wenn ich das daheim habe, eventuell ein Stativ oder ein Tripod mit enger Handyhalterung. Für Fotos zu holen, brauche ich natürlich eine Kamera, da kann ich mein Handy holen oder auch alternativ mein Tablet. Wenn die Belichtung wirklich schlecht ist, kann ich auch noch eine Lucht benutzen. Wenn ich keine Handyhalterung habe, kann ich mir selber Apps zusammenbasteln. Natürlich brauche ich auch meinen Schauspieler, meine Figuren oder mein Figurenset. Für so einen Film zu produzieren, kann ich mir natürlich helfen in Form von einer App. Ich kann die am App Store rufen, indem ich an den App Store gehe und hier Stop Motion antippen. Da fand ich eine App mit einem blauen Hintergrund und einer weißen Kamera. Die kann ich mir dann auf dem Handy oder auf dem Tablet laden. Zu guter Letzt brauche ich natürlich eine gute Idee, eine Geschichte, die ich mir abschreiben oder abzeichnen. Wenn ich mein Material zusammen habe, dann stellt sich vor, wie realisiere ich den Losi Stop Motion Film. Mein Foto ist das Set, den ich mir abgebaut habe. Du siehst meine Lucht und dann mein Handy, den am Tripod und an der Handyhaltung aus, für das Foto nicht verwackelt gehen. Und ich stelle meinen Kopfhörer, für das Foto auszulesen. Da kommen wir zur App, wie die funktioniert. Ich gehe also auf meine Stop-Motion-App. An der App sehe ich hier neuer Film, sehr groß Kreuz, da drücken ich drauf. Dann habe ich in der Links Ausstellung, sehr Rädchen. Da drücke ich auch mal drauf, für zu weisen. Da habe ich zum Beispiel die kleinen Tachon aus Weißlo. Da habe ich nur 10 Bilder pro Sekunde. Da kann ich Bilder erstellen, die pro Sekunde laufen. Ich kann entweder mit Louis laufen lassen oder eben mich schnell. Das kann ich auch später hin noch erstellen, wenn ich nur vorne meinen Film aus zu Louis. Dann gehe ich da auf den Tacho. Und machen mehr Bilder pro Sekunde, wenn ich so meine, der Film wird zu schnell, da gehe ich auf den Tag und ich mache mehr Bilder pro Sekunde. Dann habe ich noch den 4K hier, da kann ich Qualität erstellen. Ich HD, das geht direkt durch, ich lasse das auch so, gehe ich raus. Da sehe ich danach am Bildschirm das Fragezeichen. Wenn ich nicht weiß, was wie funktioniert, kann ich da drauf drücken. Dann sieht das mir automatisch, was wo ist. Ich mache das darum aus. Was nicht unwichtig ist, ein Rückgängeknäppchen. Den kann ich drücken, wenn ich zum Beispiel ein falsches Bild gemacht habe. Dann kann ich zurückgehen und drücken stehen, dann lässt ihn das automatisch. Mir das kann ich aber auch nur manuell löschen. So, wir fangen mal das Projekt an. Da beginne ich überriert auf die Kamera. Und dann habe ich dann links innen ein Raster. Das Raster kann ich aus- oder ausschalten, ich lasse nicht an, weil das immer ein guter Orientierungspunkt. Dann habe ich innere jetzt Nacherstellungen durch die Reglerin. Da kann ich beim M lasse ich auf Auto, dann ist nämlich für den Fokus auf für die Belichtung. Nehme ich das dann automatisch für mich. Und plus als für Minuten für runterzuziehen, eben auch den Fokus mit dem Mann schon mal auf 3, 4, dass ich mal noch schier tun. So, mehr braucht man hier am Anfang nicht, gehe ich raus. Oben, jetzt habe ich so ein kleines Trittchen. Da kann ich, wenn ich keine Fernbedienung habe, für mein Handy auszulesen, kann ich da einen Timer erstellen. Das ist ganz praktisch. Ich kann da zum Beispiel so erstellen, den auf 10 Sekunden, wenn ich fertig. Dann könnt alle 10 Sekunden ein Foto ertischt. Und ich muss ja sowieso immer die ersten Fotos immer ein weißer Bildschirm oder eben die ganzen 10, die ich am Anfang abgestellt habe, ertischt. Ich strecke nochmal die Knöpfchen. So, dann werte ich 10 Sekunden und dann möchte ich ein Foto.
gibst du gut. Weil er lädt ein Foto mal, ich 10 Sekunden Zeit, für meine Menschen zu placieren. Placieren ich mal oben an den Eck. Voilà, ich drehe mein Foto und ich bewege noch ein bisschen. Und dauert um 10 Sekunden, bis die nächste Foto kommt. So, ich will das aber noch nicht. Ich meine, per Fernsehen Tisch, ich mache den aus, ich setze den aus, fertig. So, gehe zurück. Da mache ich mein Projekt an der Strecke, mal die erste Foto, ich mache die blank. Zack, erste Foto. Dann höre ich meine Menschen. Gucken, dass den irgendwie oben ein Bild könnt. So, zweites Foto. Ich meine, das per Auslaser, weil wenn das über den Handy macht, da kann es sehen, dass es ein bisschen wackelt und dann sieht er dann hier nur am Film auch. Voilà. Zweites Foto. Und auch immer aufpassen, dass da ein kleiner Schritt geht und dass er nicht zum Beispiel eine Hand an der Foto hat. Schrecken noch ein bisschen. So, ein Foto. Da sehe ich ganz gut am Raster, wo ich drin sehe. Ich hoffe, dass der Raster auch gut. Dann drehe ich mir Menschen, dass man so guckt. So, da gehe ich mal oben jetzt auf den Pfeil. Und da kann ich gucken, was ich geschafft habe. Kann ich entweder mit der Hand scrollen, die sieht ihr dort den blauen Bildschirm. So, die erste Foto kann ich löschen, da kann ich dann auch weisen. Ich drücke den Hacker kurz drauf und dann drücke ich löschen. Weiß und dann können wir Menschen. Ich kann halt kontrollieren, wie mein Filmchen auflebt. So. Wir gehen also mal zufrieden, das heißt, ich gehe mal raus, da das dann längs oben der Fall, dann gibt es blau, voilà. Da sehe ich mein Filmchen hier an der App, da gehe ich oben jetzt bei Auswählen, Strecken drauf, und da wähle ich meinen Film aus. Ich sehe da, dass der blau geht mit einem weißen Häkchen. Da gehe ich oben längs auf den Fall mit der Küste, da kann ich dann meinen Film teilen. Delen hier ist aber nicht unbedingt mit einem anderen Delen. Ich klicke mal drauf und da kann ich halt scrollen und da kann ich mein Video sichern. Und die geht automatisch und Foto gespeichert. So, dann kann ich abbrechen und da kann ich rausgehen und da gehe ich an mein Foto gucken. Voilà, du hast mein kleines Filmchen. Schnell aufspielen. Ich wollte dich aber noch weisen, ein paar Erklärungen dazu gehen, wie ich das mit der Schrift gemacht habe. Ich schaue mal auf mein Video gehen. Du siehst da, da habe ich 42 Fotos gemacht. Und du musst ja wirklich aufpassen, wenn du so ein Schriftvideo machst, dass du es nicht verschreibst. Sonst kann er von vier aufhängen. Du nützt nicht, dass das Foto löscht. Ich meine, da muss er platt zusammenknüllen und weggehauen und erneut töllen. Einer Reihenkehr, der Making-of vom Schriftvideo am Schnelldurchlauf und ein paar wichtige Tipps.